Tschaschen Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Grumas Beste. War ein Gedanken cooler, als ich es mir vorgestellt habe. Wir haben eine weitere Jagdpanzerrunde und zwar wieder mit dem... Nee, den muss ich nochmal aufnehmen. Das geht so nicht. Tschaschen Leute und herzlich willkommen hier bei einer weiteren von Grumels besten Runden. Gespielt das Ganze auf dem Stream live. Ja, deshalb kann sich der ein oder andere vielleicht noch an dieses Gefecht erinnern. Es ist wieder der Jagdpanther. Es ist wieder eine TD-Gameplay. Aber ich verspreche euch, diesmal gibt es mehr zu sehen als 2 Quadratmeter auf Provinz. Das Gefecht gespielt auf Vardy im Begegnungsgefechtsmodus. Und es ist ein klassisches 3-5-7 Matchmaking, bei dem ich allerdings in der Mitte bin. Also als TD eigentlich gar nicht so unbequem. So, rechts vor links. Lernt man in Paris heute scheinbar nicht mehr. Zap. Was ist mit ihm? Luca. Luca macht Platz hier. Ja? Luca fährt gerne Kampflinie. So. Eigentlich gibt es nicht viele Optionen für den Anfang des Matches. Ich glaube, egal ob Begegnungsgefecht oder auch normales Gefecht, wenn man turmloser TD ist, dann kann man nicht viel besser stehen als genau hier in dieser Buschreihe. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist halt das Gameplay vom TD, genau diese, ja ich sag mal, Leitmanöver hier zu bestrafen, irgendwelche Heavy Tanks, die am Anfang crossen, abzuknallen oder irgendwelche anderen gegnerischen Panzer ins Visier zu nehmen. Es geht kaum besser als hier an dieser Stelle, wenn man keinen Turm hat, ja, weil sowohl der Dünenkampf da unten als auch da oben ist halt mit dem Jagdpanther scheiße. Ihr kommt halt immer nicht über die Hügelkante rüber, ohne euch komplett preiszugeben. Und deshalb meiner Meinung nach die Position hier definitiv die beste, die man am Anfang des Spiels nutzen kann. Und das mache ich hier an der Stelle auch. Ich fahre den Jagdpanther in diesem Match mit der 8-8er anstatt mit der 10-5er. Es gab viel Diskussion darüber, auch auf dem Stream bei mir, welche Kanone vom Jagdpanther nun besser ist, weil beide haben einen relativ ähnlichen Schaden pro Minute. Beide sind relativ genau. Die 10-5er ein bisschen ungenauer, dafür aber mit weniger Einzielzeit. Und die 8-8er halt ein bisschen genauer, aber dafür mit viel Einzielzeit. Und am Ende des Tages sind wir dazu gekommen, dass beide Kanonen eigentlich sehr, sehr gleichwertig sind. Und das eine Frage der eigenen Präferenz sein sollte. Mit der Ausnahme, dass die Munition von der 8-8er nur ein Viertel kostet von dem, was die 10-5er kostet. Also wenn euch beide Kanonen gleich gut gefallen, spielt die 8-8er, weil ihr einfach jede Menge Credits spart. So. Und von der Genauigkeit, ja, ist eh scheiß drauf, ja. Ist halt hier, zack, wo... Sind aber auch über 400 Meter, ja. Da geht es halt nicht immer dahin, wo man hin möchte. So. Inzwischen steht schon 1-4, die erste Hügelreihe scheint gefallen und an der Stelle mache ich jetzt einen Move, meinen ersten Move seit 2 Minuten und zwar fahre ich 5 Meter zurück. Warum fahre ich 5 Meter zurück? Relativ einfach erklärt, wenn man genug Abstand zwischen sich und dem Busch bringt, so weit, dass die Büsche nicht mehr durchsichtig sind, dann fällt es dem Gegner viel, viel schwerer einen zu spotten, als wenn man direkt am Busch dran steht. Das ist keine neue Mechanik, ich wollte sie an der Stelle nur nochmal erwähnen. Für all die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen oder sich wundern, warum das jetzt so anders aussieht. Und das macht man halt in so einer Situation, wenn der Gegner halt unter 400 Meter kommt, dann ist das für mich so eine Aha, ich fahre ein paar Meter zurück, weil ich sehe den Gegner ja immer noch. Ich brauche den Busch nicht unbedingt direkt vor meiner Schnauze haben, das geht auch so ganz gut. Allerdings geht es nur auf langsame Ziele gut. Ja, wenn da jetzt ein Medium-Tank langfährt, ein schneller Medium-Tank, du zählst nicht, dann ist es schon ein bisschen schwieriger, weil man halt, dadurch, dass der Busch nicht mehr durchsichtig ist, sieht man halt keine Hindernisse mehr. Da könnte jetzt ein Stein stehen, da könnte ein Baum stehen, da könnte ein Panzerwrack stehen und das würde ich nicht sehen, weil die Umrisse nur von dem aktiven Panzer gezeigt werden und dann wird es halt schwierig. So, der 252U, der ist quasi so gut wie raus. Da wird mir noch der Kill geklaut jetzt hier am Ende. Aber das ist okay. 6-9 der Spielstand. Sieht erstmal nicht so gut aus. Aber wir haben noch 3 Achter. Ah, der Gegner nur noch einen. Nur noch der Super Pershing. Der ist natürlich noch Full HP.
Ist ja auch eine harte Nuss, also super Pershing im Top-Tier-Bereich, im 357er. Boah, das ist schon ein ganz schöner Heavy da an der Front. T-34-85M, auch kaputt. Auch hier kriege ich leider den Frag wieder nicht ab. Nur noch 7:10 der Spielstand und immer noch 0 Kills, aber schon 3000 Schaden gemacht. Ha, der nächste Medium, der da kommt. Zack, raus. Und der Tiger, der macht jetzt auch einen bösen Fehler. Also ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat, da so auf die Plateauebene da zu fahren. Keine Ahnung. Macht man einfach nicht. Der Super Pershing da kommt jetzt endlich hier mal bei mir vor die Kanone. Ich glaube, ich ziele auch eigentlich ganz gut. Aber ja, klappt halt nicht ganz so gut, ne? Da hat er mich ausgetrickst, da ist er auf einmal vorwärts gefahren, die Sau. Ja, auf 500 Meter reicht das dann halt aus, dass selbst diese lahme Schnecke quasi dem Schuss entkommt, wenn er dann auf einmal in die falsche Richtung fährt. 9:10. Alles noch im Machbaren. Stahlspatze. Mit Unterstrich. Vielleicht sogar ein Deutscher, man weiß es nicht. Vielleicht guckst du ja gerade dieses Video hier. Ja. Ja, das sind so Schüsse, da weiß ich immer nicht. Ich glaube, die hätte ich mir sparen können an der Stelle. Dass sie in 500 Meter fast auf die Kommandantenkuppel von einem Super Pershing. Also das schafft nicht mal HV2. So, stattdessen geht es hier auf den Oi. Der ist auch mal wieder rausgekommen zum Spielen, wollte ein bisschen Spaß haben. Hat er, glaube ich, nicht gehabt. Anthony 170 war nicht dein Matchmaking. Was willst du machen? Falsche Map. Falsche Gegner. Ah, auch der Schuss leider nicht ganz dahin gegangen, wo ich ihn eigentlich hinhaben wollte. Und beim Stand von 12:12 entscheide ich mich jetzt wieder hier ein kleines Stückchen zurückzufahren, selbe Buschmechanik auszunutzen, wie ich es vorhin schon gezeigt habe, damit ich möglichst nicht aufgehe und schaffe es sogar, ihn einmal zu penetrieren. Beim zweiten Treffer gelingt das dann nicht mehr und jetzt muss ich hier weg. Ah, das ist... Jetzt möchte ich hier nicht mehr stehen bleiben, aus dem Grund, dass wenn einer von unten kommt und einer von hier vorne, dann ist das immer super doof da an der Stelle, weil man von der Seite und von vorne und alles lieber umpositionieren. Ja. Dachte ich mir zumindest, dass das an der Stelle Sinn machen würde. Ich hatte nämlich auch damit gerechnet, dass der T-43 jetzt hier noch was versuchen würde und ich ihn dann quasi von hier irgendwie seitlich erwische, was nicht der Fall war. So, drei Gegner sind noch übrig. Das heißt, Top Gun ist hier immerhin noch machbar bei 3700 Damage. Spielstand 12:13 und der Gegner beginnt den Cap. Und jetzt kommt wieder was, was ich überhaupt nicht leiden kann. am Jagdpanther, und zwar dieses kein Turm haben. Ihr werdet gleich sehen, warum das so krampfig ist. Es gibt nicht viele Spots, die ich anfahren kann an der Stelle, wo ich auf den Cap wirken kann und trotzdem irgendwie gut stehe. Ich versuche natürlich so viel Abstand wie möglich zwischen mich und den Cap zu bringen. Ich fahre nämlich mit Scherenfernrohr und kann deshalb eventuell den Gegner spotten, einen Schuss machen und wieder wegfahren, ohne dass was passiert. Aber, wie man hier sehr gut sehen kann, den inneren Cap-Kreis hier mitten in der City, den kriege ich von hier halt einfach nicht rein. Das funktioniert halt einfach nicht. Deshalb muss ich ran an den Cap-Kreis und dann hier über die Dünen spielen, was super scheiße ist mit dem Jagdpanther. Es ist einfach super gefährlich, mit einem turmlosen TD hier an dieser Stelle zu spielen. Da sind jetzt alle Gegner offen. An der Stelle weiß man jetzt, okay, dort sind die Gegner. Der Grand Final ist in den Infight gegangen, was ich nicht so ganz verstehen konnte, aber gut. Und jetzt sieht man hier, glaube ich, sehr schön, was passiert. So weit muss ich vorfahren, um eine Schussmöglichkeit zu kriegen auf die Gegner in der Capzone. Und das bedeutet, meine ganze Unterwanne ist frei, meine Ketten sind frei und der Gegner hat es super leicht, mich zu tracken und dann zu vernichten an der Stelle. Was mir mit einem Turm-TD, wie einem T-25-2, einem Rheinmetall und so weiter und so weiter, die können halt hier an den Dünen viel besser arbeiten als ein turmloser TD, der immer wieder diesen Scheiß-Move über den Berg machen muss, wenn er denn mitspielen will. Jetzt konnte ich es halt noch ausnutzen, dass die Gegner nicht wussten, dass ich von hier komme und dementsprechend nicht darauf eingestellt waren. Einen Treffer kassiere ich beim Zurückfahren leider trotzdem. Aber der T-34, war der T-43. Hat die mit ihren Scheißzahlen, ey.
Der war trotzdem Geschichte. Ja, Dicker Max kriegt jetzt auch noch eine kassiert. Bup. 240 Damage. Und dann musste ich hier weg. Ja. Nochmal wollte ich an der Stelle jetzt einfach nicht pieken. 4300 Damage. Noch 6 Minuten. Beide sind noch zu zweit. Also eigentlich ist das hier ein relativ ausgeglichenes Match noch. Nur mit dem Unterschied, dass unser Grand Final halt echt nur noch wenig HP hat. Für mich jetzt ganz klar, ich muss mich umpositionieren. Denn, wie man gesehen hat, so an den Hügeln ist immer ein bisschen Schitte. Funktioniert nur nicht. Ist kein Durchkommen da durch die Stadt. Da sind 12 Millionen Häuser. Und deshalb muss ich da noch ein Stückchen weiterfahren, bis man hier in diesen Übergang kommt, um dann vielleicht seitlich reinzuschießen. Das war zumindest meine Intention. Und da ist er auch, der Stahlspatze. Schön von der Seite, 362 Meter. Zack! Und Treffer. Und dann wurde es schon wieder ein bisschen schwieriger. Der Grand Final an der Stelle jetzt auch leider raus aus dem Game. Und ich muss selbst dafür sorgen, dass ich den Gegner spotte, die Capzone im Auge behalte. Und die Hoffnung war niedrig. Ja, ungefähr so niedrig wie die vom hier Bayern München Trainer Kovac. Ich weiß nicht, stand jetzt 13.26 Uhr, vielleicht noch offiziell Trainer des FC Bayern München. Ob das in einer Stunde noch so ist, weiß man an dieser Stelle noch nicht. So, der dicke Max. Ich lade auf HE um. Könnt ihr euch letzte Woche dran erinnern? Habt ihr gesehen das Video? HE umladen? Ja, könnte manchmal schwierig werden. Aber ich glaube trotzdem, dass es an der Stelle hier wieder sinnvoll ist. Denn der dicke Max hat nun mal sehr, sehr wenig Panzerung. Und ich habe halt noch 3 HEs bei. Und wenn ich jetzt, wann dann? Denn die AP-Munition macht 240 Damage an der Stelle. Ist quasi unmöglich, den dicken Max zu one-shotten damit. Mit HE, wenn ich ein bisschen high-rolle und ihn gut treffe, dann schaffe ich ihn mit einem Schuss. Und wenn nicht, habe ich nichts verloren, weil ich trotzdem 2 Schuss brauche. Also an der Stelle meiner Meinung nach absolut die richtige Entscheidung, hier auf HE umzustellen. Sah eigentlich gut aus, hat aber leider nicht funktioniert mit dem ersten Schuss. Und er bounced hier. Sehr wichtig, ja, er hat schnell genug geaimt, aber ist halt nicht durchgekommen. Ich bounce den Schuss vom dicken Max, wie ich ihn da jetzt treffen konnte. Ist mir völlig schleierhaft, war so ein kompletter Luckshot. Grüße gehen raus, ja, Mr. und Mrs. RNGesus. So, weiter geht's. Der T26, der steht immer noch in einem Cap-Kreis, das wusste ich an der Stelle, das sieht man ja, ja, 3 Minuten 25. Und jetzt wieder die Frage, wie komme ich an den guten Mann ran, ohne selbst vorher gespottet zu werden und ohne danach direkt drauf zu gehen. Ja. Hier sieht man ihn zwar kurz, aber der steht halt hinter irgendwelchen Häusern, da funktioniert nicht. Ich knalle jetzt noch das Haus weg, weil ich dachte, naja, vielleicht? Aber nee. Funktioniert halt nicht. Ist halt nicht machbar an der Stelle. Also, umpositionieren. Klar, wieder die Beine in die Hand nehmen. Den Diesel schlürfen. Den Motor schütteln. Den Kolben riemen. Die Riemenkolben. Den Panther-Gassi führen. Die Ketten walzen. Die Wüste prellen. Den Bock wiehern. Die PS dröhnen. Bewegen halt. So. Fast 5000 Damage im Augenblick schon wieder auf der Uhr. Und jetzt wird es ein One-on-One. Und ich sag euch, Leute, das wird ein One-on-One, wie ihr es selten gesehen habt, wenn überhaupt. Das ist auf so hohem Niveau gespielt von beiden Seiten, dass man sich quasi schon fragen muss, ob es da mit rechten Dingen zuging. Also es war wirklich sensationell. Wir gucken uns das Ganze hier mal an. Ja? Ich versuche irgendwie eine Position zu finden, wo ich halt nicht über die komplette Düne gucken muss, um den Gegner zu treffen, sondern wo ich möglichst nur die Upper Front zeige. Und da ist er. Da ist der Schlingel, der Stahlspatze. Und jetzt passt mal auf, was Stahlspatze macht. Ich würde mal ganz kurz gucken. Ihr seht, der Turm guckt in eine völlig andere Richtung in der Situation noch. Also er wusste nicht, von wo ich komme. Er war nicht pre-aimed. Aber er dreht sein Rohr, hält kurz an und gibt mir durchs Kanonenrohr. Ja? Coole Sau, der Typ. Ja, da wird nicht geaimt, da wird nicht gefackelt. Da wird rechte Maustaste gedrückt und dann wird mir durch die Kanonenblende durch halt meine Gun kaputt geschossen. Geil. Ja, und auf 300 Meter muss ich die auch reparieren. Das geht halt nicht. Ich kann die halt nicht kaputt lassen. Also muss ich die Gun reparieren.
Und Stahlspatze fährt jetzt vor. Man hat ihn nur getrackt bekommen. Ja? Und jetzt ist die Frage. Will ich mich nochmal umpositionieren? Es sind noch 2 Minuten 40. Wohin soll ich mich umpositionieren, wo ich eine bessere Situation kriege als diese hier? Ja? Wo ich quasi an der Düne stehe, nur die Upper Front zeige und den Gegner halt frontal vor mir habe. Ich habe gedacht, ich kriege keine bessere Situation mehr hin. Also versuche ich es jetzt hier auf die Kommandantenluke. Der Schuss geht nicht dahin, wo er hin soll. Ja, ihr seht's, zack, rechts oben daneben. Schade. Der nächste Schuss auch wieder, wie ihr seht, am Fadenkreuz hier. Ja, da sieht man farblich, das ist genau der Spot, den ich treffen möchte. Und das ist genau der Spot, wo er hingehen soll. Pupp, geht er aber nicht. Geht halt irgendwo anders hin. Sind aber auch 280 Meter, also ist nicht easy. Super Pershing bewegt sich jetzt wieder. Ich entscheide mich dazu, nicht auf die Kommandantenkuppel zu schießen während des Movements, sondern ihn erstmal wieder zu tracken. Er penetriert mich und mein Schuss geht wieder zum dritten Mal in Folge halt irgendwo hin, wo er nicht hingehen soll. Dritter Schuss. Ja. Jetzt kommt der vierte Schuss. Ich bin nur noch ein One-Shot. Ich gönne mir den hier, treffe ihn. Und jetzt kommt leider Gottes ein kleiner Fehler. Ich dachte, ich krieg halt keine bessere Option mehr als hier diesen Spot. Weil viel weniger als so kann ich ihm halt nicht mehr zeigen. Und deshalb fahre ich jetzt an dieser Stelle nicht weg, sondern denke mir, okay, RNG, sei mit mir. Ja, lass ihn einmal bouncen. Leider nein. Ja, Stahlspatze nimmt mich leider raus. Ja, am Ende des Tages leider eine Niederlage geworden, das Match, aber es war super spannend, gerade auch in der Situation, wo ich selbst gespielt habe, dadurch, dass ich mich immer wieder umpositionieren musste mit einem turmlosen TD und versucht habe, diese Bush-Mechaniken auszunutzen, war das Ganze tatsächlich ein TD-Match, was sehr mobil, sehr spannend und auch irgendwie IQ-Play benötigt hat. Und deshalb fand ich, war das nochmal worth, euch zu zeigen. 5330 Damage, 5 Kills, 1063 Erfahrung nur, weil natürlich sehr, sehr viel auf Sniping Distance geschossen wurde. 4200 Damage über die Entfernung von 300 Meter, was halt die Erfahrungspunktzahl reduziert. Dafür immerhin 2,8 Kilometer gefahren. Kam mir mehr vor. Aber gut, war zumindest ein bisschen mehr als auf Provinz. Das ganze Gefecht am Ende des Tages ein bisschen unglücklich gewesen, ein bisschen dumm da. Die letzte Situation hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen cleverer ausspielen können, aber da ging mir die Pumpe halt auch schon auf 160 Minimum. Von daher trotzdem alles in allem eine coole Runde. Wenn euch die Runde gefallen hat, dann diskutiert doch gerne mit mir darüber auf Twitter oder Facebook oder auch hier auf YouTube, was ihr davon haltet. Stimmt euch gerne ab, was war besser, letzte Runde oder diese Runde? Und wie gefällt euch das Format im Allgemeinen? Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wünsche dem Kovac viel Glück, dass er bis Dienstag zumindest durchhält. Und verabschiede mich mit einem dreifachen Tschüss, Tschüss, Tschüss.